Moin Leute, mehr LKW-Fahrer braucht das Land und da ist euer Pidissel natürlich direkt an Bord, beginnt seine Ausbildung bei der kleinen Runde von On The Road. Wir starten ein neues Spiel, Spielername Paluten, ja. Firmenname Paluten GmbH. Ja, perfekt, klingt super, Porträt, der Pass, Firmenlogo, Extraklasse, Marke, MAN natürlich, Firmensitz, Hamburg, meine Perle, gut. Akzeptieren. Da bin ich ja mal gespannt. Vom Fernbusfahrer zum LKW-Fahrer. Kein Plan, ob das gut geht. Herzlichen Glückwunsch. Du hast bei einer Firmenauflösung einen Tiertransporter mit Zugmaschine erhalten. Bitte wählen Sie den Standort, wo Sie die Fahrzeuge abholen wollen. Ja, Kiel. Das ist perfekt. Ein Tiertransporter. Klingt aber schon ein bisschen barbarisch. Oh, da ist der Anhänger. Ja gut, ja, warte mal, da gucken wir doch mal. Kann ich hier direkt hinspringen? LKW-Position. Ja, ja, aber ich muss ja... Warte mal. Ich will jetzt nur hier mit meinem Kleinen da los. Ah, guckt euch das Ding an. Paluten GmbH. Da ist sogar mein Name auf so einem Schild. Gut, dann fahren wir doch einfach mal los. Ich muss jetzt hier... Warte mal, aber stopp! Ich will ja hier hinten mein Dingeling loswerden. Sag mal, was laber ich heute? Dingeling und... Ach, Junge, jeder LKW-Fahrer, der gibt mir einen Schlag im Nacken, wenn ich so rede. LKW hinzufügen. Ja, ja, LKW zur Rude. Ja, ich hole jetzt den Wagen. Da hole ich die Zugmaschine und auch das Tiertransporter-Ding. Oh Gott. Alter, der lenkt sich ja ganz anders. Getriebe im Rangiermodus. Was ist denn jetzt der Rangiermodus und wie habe ich den angemacht? Oh. Ja gut, das ist Hube. Oh ey, ich brauche unbedingt Sprit. Wir müssen erstmal kurz Rangiermodus. Wir drücken auf M. Wo ist hier die Tanke? Warte mal, aber hier... Doch, hier ist doch Öl. Obwohl, Easy Tank, da müssen wir lieber hin. Okay, wissen wir. Geradeaus und dann da rechts. Ich muss unbedingt aus diesem Rangiermodus raus. Dann kann ich nur 16 Stundenkilometer fahren. Ja, jetzt läuft das. So, dann puckeln wir einmal nach Kiel, holen unsere Zugmaschine und dann gibt's Tiertransport. Oh Gott. Oh, Alter, das ist aber... Ist jetzt aber alles hier... Oh Gott. Doch, alles ein bisschen schwammig gerade. Ist grün? Hoffentlich gibt es jetzt hier keine Strafe. Nee, alles gut. Oh Gott. Was ist denn mit diesem Lenkrad los? Junge. So habe ich mir das aber nicht als LKW-Fahrer vorgestellt. Vorsichtig. Einmal nach rechts, glaube ich. Da gibt es nämlich Sprit. Ja, da hinten ist die Tanke. Oh, sehr, sehr gut. Moinsen, Kollege. Ich bin jetzt auch einer von euch. Ja, ja. Dann mal hier schön ran mit unserer Murmel. Ja, müssen wir auch richtig machen. So. Parke den LKW, steige aus. Ja. Oh. Ja, wartet. Jetzt bin ich ausgestiegen. Halte die linke Maustaste gedrückt. Ach, zum Tank muss ich laufen. Wo ist denn hier? Ah. Oi, da geht einiges rein. Oh, das wird mir jetzt aber doch alles ein bisschen teuer. Ja, 300... Ey, ich sollte doch mit 300 Litern... Soll ich doch da ankommen? Leute, ich habe hier irgendwas... Irgendwas ist hier kaputt. Ich hab den Warnblinker an. Doch, jetzt ist er aus. Jetzt aber mal let's go hier. Alter, das war jetzt aber nicht ganz so konform. Vorsichtig. Oh, Alter, mit Auge zwischen den beiden Autos durch. Das muss mir erstmal jemand nachmachen. Wie viel? Warum kommt der denn? Vorsichtig, Sie müssen noch... Aufpassen. Okay. Das ist scheinbar die mit Abstand stärkste Ampel der Welt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Weil ich bin damit Karao gegengefahren und trotzdem hält das Ding. Aber nun gut. In Hamburg, da ist noch Wertarbeit. Da hat nämlich mein Opa noch wahrscheinlich die Ampel in den Boden gerammt. Das war immer früher ganz interessant. Mein Opa hat nämlich auf dem Bau gearbeitet. Dann konnte er wirklich, wenn wir durch Hamburg durchgefahren sind, konnte er sagen, yo, das haben wir damals hochgezogen nach dem Krieg. Das Ding haben wir hochgezogen. Hier haben wir gebaut. Das war immer echt interessant. Also der war echt ein ziemliches Arbeitstier. Und so komisch das vielleicht heutzutage auch klingt, früher haben die auf dem Bau alle gesoffen. Und mein Opa hat nie einen Schluck Alkohol angerührt. Dementsprechend konnte er ganz gut in der Leiter, in der Karriere leider so ein bisschen hochklettern. Weil er musste dann zum Beispiel auch mal Geld von Baustelle A zu Baustelle B bringen. Und ja gut, da wurde er halt meistens immer ausgewählt, weil die anderen das dann ansonsten versoffen hätten. Auf jeden Fall immer sehr interessante Zustände damals nach dem Krieg. Wo kriege ich eigentlich mal einen Auftrag her? Da sollten wir gleich mal gucken, dass wenn wir unsere Zugmaschine abgeholt haben, dann mal so ein Tiertransport. Denn aber statt die zur Schlachterei zu bringen, bringen wir die schön in die Freiheit. Das ist der Plan. Mitgedacht. Da wird keine Frikadelle draus, sondern freilebende Schweine. Hier, da vorne ist doch ein schöner Wald. Da können die Leute die mal füttern. Da geht auch Monte immer hin. Wildtierpark Schwarze Berge. Da bin ich als kleiner Junge auch immer hingegangen. Auch haben wir, glaube ich, 2-3 Mal sogar mit der Schule immer einen Ausflug hingemacht. Das ist ganz geil, das Ding. Oh, da stehen meine Arbeitskollegen. Moinsen, Jungs. Ja, ich fahre jetzt einmal nach Kiel. Alles gut. Oh, hier ist ja auch einer.
Ja, so eine Sattelmaschine brauche ich hier. Weil dann kann ich da den Transporter draufladen. Oh, das ist jetzt hier aber eine ganz wackelige... Oh, das ist eine ganz wackelige Sache. Oh, alles gut. Jetzt zieht er mir natürlich weg. Tut mir leid. Sag mal, was sehe ich denn da im Hintergrund? Ist das etwa ein Fernbus? Aber das ist nicht meine... Nee, das ist kein Fernbus. Das ist so ein ganz normales Liniending. Sag mal, Junge, du hast doch... Was machst du denn hier den Warnblinker an? Was für ein Idiot. Oh, ist das so ein Mautding hier oben? Ich glaube schon. Damit scannen sie dann, glaube ich, immer, wenn die Leute von A nach B Maut zahlen müssen. Aber ich kenne mich da jetzt auch nicht ganz so gut aus. Oh, ich glaube, da kann man schon Kiel sehen. Das ist doch ein Träumchen. Wunderbar. Dann müssen wir jetzt einmal nochmal so einen kleinen Bogen fahren. Oh, dann haben wir es geschafft. Oh, da ist aber auch ein dicker Transport gerade. Ich bin ja auch ein Vollhorst. Oh, wartet. Oh, vorsichtig. Ganz ruhig. Ich hätte ja einen Auftrag annehmen können. So habe ich jetzt... oh Gott. Total... Das war ja dumm. Ich habe jetzt eine Leerfahrt gehabt. Ei. Aber kann man nichts machen. Wo fahre ich denn jetzt hier hin? Absolut in die Walachei. Oh, schön Landstraße. Das ist aber gar nicht so einfach mit so einem dicken Ding. Oh, vorsichtig, Alter. Jeder Frontalcrash hier. Oh, der könnte auf jeden Fall tödlich enden. Oh, da kommt wieder so ein dicker Oschi. Ach, jetzt habe ich hier auch noch rechts Leitplanke. So. Oh, ich habe nur ganz kurz auf mein Handy geguckt. Das war dumm. Ja, Handy weg am Steuer. Das mache ich aber wirklich ernst. Finde ich immer super schrecklich, wenn irgendwelche Leute, wenn man zum Beispiel irgendwo in der Stadt steht, an der Ampel oder so, und du guckst nach rechts und dann siehst du da irgendjemanden am Handy rumspielen. Macht das nicht. Konzentriert euch, wenn, komplett auf den Verkehr. Jetzt kann ich doch hier schon mal ein bisschen runterbremsen. Und rechts rum. Da sind wir jetzt, ey, da fahren wir richtig auf so einen Bauernhof. Das ist ja klasse. Sieht total edel aus. Du hast so eine riesig lange Auffahrt. Und dann hast du da deinen krassen Bauernhof. Als ob. Krass. Da steht das Ding. Jetzt hier ran. Krass. So, jetzt würde ich aber hier Firma, Fahrzeug, Logistik. Ja, genau. Ich würde jetzt hier gerne was annehmen. Ein Auftrag. Wie sieht's denn hier aus? Ja, Schweine. Ja, hier, für 38.000 Euro. Sind die denn jetzt schon da? Habe ich die jetzt schon eingeladen, die Schweine? Nee, sind noch... Ach, da vorne muss ich hin. Steige aus und laufe zum Frachtbüro. Ach so. Okay. Ja, hier einmal Frachtbüro. Warenaufnahme. Okay, ja, ich unterschreibe einmal. Paletto. Ja, perfekt. Warenaufnahme. Dankeschön. Frachtraumtüren mit links. Ach so. Oh, als ob. Aber ich muss doch da jetzt erstmal ranfahren. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles so gut ist. Oh Gott, was ist da denn jetzt passiert? Den Wagen kriege ich doch niemals gerade da hinten ran. So wird das ja nie was. Wie ich soll... Mann. Oh, jetzt aber. Jetzt aber ganz langsam. Sehr gut, vorsichtig. Vorsichtig, wieder gerade machen. Kurz mal aussteigen, mal checken. Ja, würde ich doch sagen. Alle mal rein da. Ihr könnt jetzt reinholen. Steige ein. Was ist denn jetzt schon wieder das Problem? Ah, diese kleine Kante da. Der steht doch super hier. Mann, ich stehe doch jetzt hier perfekt. Komm, Leute, Alter, da können doch die kleinen Schweinchens, die können da super rein. Jetzt macht mal nicht diesen. Ja gut, wir sind nicht exakt drin. Ruhezeit endet? Was denn jetzt plötzlich für Ruhezeit? Wieso ist das denn jetzt plötzlich Nacht? Jetzt stehen wir doch hier perfekt drin. Jetzt lass doch mal die Schweine da rein. Steige ein. Ja, mache ich. Bam, Junge. Was ist denn jetzt? Getriebe im Regiermodus. Ja, ist ja egal. Vielleicht muss ich noch ein bisschen weiter nach vorne fahren. Oh, warte, jetzt ist doch grün hier gerade. Das war doch eben noch nicht. Ja, das sieht grün aus. Da kommen die Schweine. Kommt alle rein, Jungs. Ich bringe euch alle in die Freiheit. Aus euch wird kein Schnitzel gemacht. Und keine Frikadelle. Ihr kommt hier schön aufs Land. Ich rette euch alle. Ja. Immer rein hier. Immer rein in den Karton. Ich weiß, ist jetzt gerade ein bisschen eng. Ist eigentlich schon ziemlich krass zu sehen. Also wie die da auch eingefärcht werden. Aber bald ist euer Leben besser. Alter, wie passt denn da rein? Das nimmt ja gar kein Ende, Leute. Ist hier, ja, hier ist schon alles voll. Was hat der eine da gerade gemacht? Oh ja, ja, Auftragswertung, okay. So, dann mache ich jetzt hinten mal dicht. Ah, nee, warte, erstmal muss ich hier zumachen. Würde ich doch mal sagen, fahren wir low. Ah, nee, wir müssen ja nicht im Rangiermodus. Wir wollen ja in den richtigen. Ich würde jetzt ganz gerne wieder in meine Ego-Perspektive. Wie komme ich denn da rein? Oh Gott, Ladung beschädigt. Oh Gott, das ist ja barbarisch. Wie ging das Ding nochmal aus?
Perfekt. So, Jungs. Es ist alles gut. Haltet euch gut fest da hinten. Ich bringe euch hier alle sicher nach Hause. Ihr seid für mich nicht einfach nur Ladung. Wir bringen euch definitiv nicht nach Hamburg. So, Jungs. Jetzt hier. Drauf aufs Feld. Oh Gott, da ist ein... Oh, Ladung besteht. Hier ist ja ein Zaun. Ja, aber ich muss doch hier irgendwo meine Jungs und Mädels abladen können. Hier ist hier alles mit Zäunen abgesperrt. Oh Gott. Jetzt wieder hier auf der Landstraße. Was ist denn hier passiert? Hier hat sich ein LKW quergestellt. Ja, warte, aber wir müssen hier vorbei. Entschuldigung. Das ist ja... Wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? So, jetzt muss ich hier aber auch mal wieder drauf. So, Jungs, ach komm. Jungs, ich setze euch jetzt hier aus. Hier ist super. Ich mache Warnblinker an. So, ich mache jetzt hier hinten auf. Ja, ja, ich hole euch. Ich hole euch, Jungs. So, jetzt hier auf. Perfekt, ihr seid frei. Ihr müsst nur hier einmal rüberspringen. Ne, einmal raus und dann ab aufs Feld. Da gibt es dann lecker Schmecker was zu essen. Ich bin dann jetzt auch mal weg, ne? Weil nach der Aktion wird mich auch niemand mehr einstellen. Schnell weg hier, Alter. Wird Zeit, dass ich mir einen neuen Job suche. Okay, Leute, das war's mit einer kleinen Folge von On The Road. Bisschen chaotisch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.